Zoologische Gesellschaft Frankfurt setzt sich weltweit für die Erhaltung von biologischer Vielfalt und großen Wildnisgebieten ein. Und wenn wir das von anderen Ländern fordern, ihre Naturlandschaften zu bewahren, dann müssen wir das auch zu Hause in unserem eigenen Land tun. Wir haben die Initiative Wildnis in Deutschland ins Leben gerufen, der sich inzwischen 19 Naturschutzorganisationen angeschlossen haben. Das ist ein unglaublich breites Bündnis für den deutschen Naturschutz. Und gemeinsam setzen wir uns dafür auch auf politischem Wege ein, dass wieder mehr Wildnisgebiete entstehen können, aber auch durch ganz konkrete Schutzgebietsprojekte. Wollen wir hier in Deutschland Wildnis wieder zulassen, müssen wir das auf großen zusammenhängenden Gebieten tun und wir müssen uns als Menschen zurücknehmen. Aber wir müssen wirklich die Natur machen lassen und dann entstehen unglaublich faszinierende Prozesse, von denen dann ganz viele Arten profitieren können, die eben darauf angewiesen sind und für die wir hier wirklich eine internationale Verantwortung haben. Zusammen mit unseren Partnern, der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, sichern wir auf ehemaligen Truppenübungsplätzen große Wildnisgebiete. In Thüringen, in der Hohen Schrecke, bewahren wir ganz alte Wälder, von denen es nur noch ganz wenige in Deutschland gibt, die wirklich einem urwaldartigen Zustand sehr nahe kommen. Das machen wir dort zusammen mit der Naturstiftung David. Deutschland ist ein extrem intensiv bewirtschaftetes Land und da sind Wildnisgebiete unheimlich wertvolle Ausgleichsräume für die Menschen. Hier vor unserer Haustür in Hessen schaffen wir im Wispertaunus einen Verbund an Naturwäldern. Das heißt, die Wälder dürfen sich wieder natürlich entwickeln, ohne dass wir forstwirtschaftlich eingreifen. Unsere Projektgebiete, die erscheinen riesengroß, wenn man sich dort befindet. Aber schaut man sich es auf der Karte an, es ist wirklich ein sehr kleiner Bereich in Deutschland, in dem wieder Wildnis zugelassen wird. Das Ziel ist es, auf 2% der Landesfläche wieder Wildnisgebiete zu haben in Deutschland. Wir sind gerade mal bei gut einem halben Prozent und wir haben noch sehr viel vor uns.